Suicune ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Wasser und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Außerdem gehört es zusammen mit Raikou und Entei zum Trio der legendären Bestien, das von Ho-Oh angeführt wird. Suicune ist ein großes, vierbeiniges Pokémon, welches hellblau, dunkelblau, weiß und violett erscheint. Die Großteile des Körpers und der Beine sind hellblau gefärbt, zudem sind weiße, rautenförmige Flecken an den Seiten zu sehen. Der Bauch sowie das Gesicht und die beiden Schweife erscheinen ebenfalls weiß und der Kopfschmuck ist dunkelblau, die Mähne violett. Das Pokémon besitzt generell einen schlanken Körper, auf dem Haupt wächst ein langer, rautenförmiger und nach hinten weisender Kopfschmuck, der unterhalb an den Seiten zwei Spitzen aufweist. Direkt dahinter ist die prächtige Mähne zu erkennen. Die Augen bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen, am Kinn wächst ein kleiner abgerundeter Fortsatz, am Hinterteil werden die beiden dünnen, jedoch lang Schweife sichtbar, welche an den Körperseiten nach vorne gerichtet sind, und es steht auf schlanken, kräftigen Beinen mit zierlichen Pfoten. In seiner Shiny-Form hat Suicunes Kopfschmuck dann ein etwas helleres Blau bekommen und seine Mähne ist nun dunkelblau gefärbt. Suicune ist als legendäres Pokémon eines der stärksten Pokémon. Es ist zwar vom Typ Wasser, beherrscht jedoch einige Eisangriffe, auf welche es sich ebenfalls spezialisiert. Es besitzt die übermächtige Fähigkeit, Eiseskälte zu erschaffen. Sollte die Eiseskälte wirken, ist es ein garantierter Sieg für Suicune. Zudem kann es einen mächtigen Blizzard heraufbeschwören, welcher den Gegner sogar einfrieren lassen kann. Durch den Einsatz eines Aurora-Strahls kann es sogar gegnerische Angriffe etwas abschwächen. Mit seinen zwei weißen Schweifen ist es in der Lage, einen Windstoß zu erzeugen. Einen Rückenwind kann es sich durch dieselbe Taktik ihn und seinen Mitstreitern ebenfalls geben. Zudem ist es in der Lage, seine meist schon gefrorenen Gegner mit Bissen zu bearbeiten. Als legendäres Pokémon des Wassers kann es einen Regentanz vollführen und somit jenen Regen schütten lassen. Diesen Regen nutzt es, um Attacken wie Blubstrahl oder seine gefürchtete Hydropumpe noch stärker zu machen, als sie es ohnehin schon waren. Zusätzlich kann es sich, falls es einen H2O-Absorber hat, dadurch regenerieren. Es hat einen eiseskalten Silberblick, mit welchem es seinen Gegner einschüchtern kann. Und danach nutzt es einen gefährlichen Eiszahn zum Angreifen. Zudem kann es einen Sondersensor bzw. auch Spiegelcapes als mächtige Psychoangriffe benutzen. Sollte auf Suicune ein schwerer Kampf warten, nutzt es vorher ein Gedankengut, um sich darauf vorzubereiten. Es ist zudem in der Lage, den Gegner unter Druck zu setzen, sodass dieser mehr Kraft für seine Angriffe benötigt und anhand des Konzentrators wird es nicht zurückschrecken, egal wie gefährlich die Situation ist. Aus Gründen der Verehrung und als Zeichen der Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon errichteten die damaligen Bewohner Teak Cities etwa 700 Jahre vor den Ereignissen der Johto-Story zwei große Holztürme. Der Turm im Westen der Stadt bekam den Namen Bronzeturm und diente der Verehrung Lugias, der im Osten wurde Zinnturm, spät auch Glockenturm genannt, und diente als Sanktuarium für Ho-Oh. Nicht nur die Bewohner der Stadt erklommen die Spitzen beider Türme, um mit den legendären Vogel-Pokémon, die diese Türme als Landestellen nutzten, zu kommunizieren und ihnen zu huldigen. Doch 550 Jahre später wurde der Bronzeturm aus bisher unbekannten Gründen durch einen Blitzeinschlag entzündet und brannte drei Tage lang, bis das Feuer erst durch einen heftigen Platzregen gelöscht werden konnte. Lugia floh anlässlich des Brandes und verließ die Stadt für immer in Richtung Strudelinseln, während im Inneren des Turms drei damals noch namenlose Pokémon ihr Leben ließen, unter diesem auch Suicune. Es wird seitens der geschichtlichen Forschung vermutet, dass dieses Trio für den Brand verantwortlich war, da diese ihre Kräfte nach Aussagen der Bevölkerung nicht im Zaun halten konnten, dennoch konnte diese Theorie historisch nie wirklich belegt werden. Ho-Oh stieg im Anschluss vom Himmel herab und hauchte den drei Pokémon mit Hilfe seiner Kräfte wieder neues Leben ein, die seit diesen Tagen von den Menschen als Entei, Raikou und Suicune bezeichnet werden. Doch die Bewohner von Teak City fürchteten sich vor ihnen und ihrer neuen Macht und versuchten sie mit Gewalt niederzustrecken. Doch die drei Pokémon wehrten sich nicht und verließen zutiefst enttäuscht von der Feindseligkeit und Grausamkeit der Menschheit den Schauplatz in drei verschiedene Himmelsrichtungen.
Eine alte Legende besagt, dass sie sich wieder zeigen werden, wenn sie den Glauben an die Menschheit wiederfinden. Seitdem durchstreift das Trio getrennt voneinander das Land. Gerüchten zufolge sollen sich die drei aber in unregelmäßigen Abständen in den Tiefen der Turmruine treffen. Menschen wie Eusin haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Suikun einmal in ihrem Leben zu treffen oder es gar einzufangen. Einer alten Legende zufolge ist Suikun die Wiedergeburt des kalten Nordwindes und wird auf all seinen Wegen von diesem begleitet. Ihm wohnt außerdem die Reinheit einer Quelle inne und so hat es die Macht, verunreinigtes Wasser im Nu zu reinigen. Bei seinen Streifzügen durch das Land ist es ständig auf der Suche nach purem Wasser. Im Volksmund ist Suikun außerdem für seinen graziösen Bewegungsstil bekannt. Als legendäres Pokémon besitzt Suikun keinen speziellen Lebensraum. In den meisten Spielen streift es rastlos durch das Land und begegnet dem Spieler nur zufällig. Dennoch hat es eine besondere Beziehung zur Turmruine in Teak City und generell zum Item Klarglocke. Da es sich bei ihm um ein legendäres Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm stammen von alten Legenden. Dabei hat Suikun wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typ Wasser nimmt es halben Schaden gegen Feuer-, Eis-, Stahl- und Wasserattacken, hat es die Fähigkeit H2O-Absorber, wird es sogar immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden machen nur Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.